Blasinstrumente aus Metall werden in Museen sehr sorgfältig behandelt. Wir tragen Handschuhe und in der Regel werden sie nicht gespielt oder vielleicht 5 Minuten. Das ist gut für das Äußere. Für das Innere haben wir uns gefragt, ja, ist das wirklich gut? Und als wir gesehen haben, dass 5 Minuten Spielen so viel Feuchtigkeit ins Instrument bringt, dass es für Wochen nass ist, das heißt korrodieren kann, haben wir gesehen, dass das nicht gut ist. Ganz schön konnten wir das veranschaulichen dank dem Paul-Scherrer-Institut, das die Feuchtigkeit im Instrument auf eine Art filmen konnte. Und wir sehen, die Feuchtigkeit verteilt sich und sie bleibt. Und wenn wir sie trocknen, dann geht sie weg. Besser, wir würden die Instrumente trocknen. Dann könnten wir sie vielleicht sogar länger spielen, um wirklich herauszufinden, was das Instrument konnte, wie es funktioniert hat, wie man es möglicherweise gespielt hat. Damals, in diesem Fall eine Trompete, die etwa 200 Jahre alt ist. Und wenn wir es nachher trocknen, dann ist die Korrosion abgestellt. Wir haben dann eine ganze Reihe von Instrumenten untersucht, sie dann über ein Jahr spielen lassen, jeden Tag 5 Minuten, damit sie wirklich dauernd nass sind. Die einen haben wir getrocknet, die anderen haben wir einfach so gelassen, wie das ein Bläser in der Regel macht. Und das Projekt konnte nachweisen, dass dieses Trocknen, auch wenn man eine Stunde übt, oder Konzerte spielt und nachher trocknet, dass das die Korrosion nicht oder ganz wenig aktiviert. Man misst Korrosionsgeschwindigkeit. Währenddessen die Instrumente, die nicht mit dem Ventilator getrocknet wurden, da wurde die Korrosionsgeschwindigkeit einiges höher nach einem Jahr. Das heißt, das Projekt hat ein bisschen unverantwortlich gehandelt, aber jetzt haben wir das Wissen auch für moderne Instrumente, aber speziell für unersetzliche historische Instrumente. Die Zeit des Spielens ist gar nicht so wichtig. Es ist die Zeit, die nachher das Instrument im Museum liegt und vor sich hin rostet, statt einfach mit einem simplen Ventilator getrocknet zu werden und wieder ruhig liegen kann. Und dann wäre es vielleicht sogar denkbar, sogar wirklich wertvolle Instrumente ausnahmsweise anzuspielen, wie die beiden Trompeten, Grattrompeten, die im Grab von Tutanchamun gefunden wurden und vor vielen Jahren ohne Handschuhe einfach angespielt wurden. Angeblich ging eines der Instrumente bei diesem Versuch kaputt.